Warte mal, ich flitz mal kurz rein. Ich möchte mal wissen, wie morgen das Wetter ist. Willkommen bei Code zu 5, deiner Lieblingsquelle für Wetter, Neuigkeiten und Unterhaltung. Und jetzt die Wettervorhersage für morgen. Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig sein. Ja gut, das hilft mir nichts. Schade. Das heißt, am nächsten regnerischen Tag springe ich... in die Mine. Denn im Moment habe ich, wie man sieht, große Probleme, die Energie aufzubringen, um das alles zu gießen. Wobei man sieht, ich schaffe das, aber ich habe dann in der Mine keine Kraft mehr. So, jetzt muss ich mal schnell finden, ob ich dieses Tanzevent noch mitnehmen kann. Ah, okay, sehr gut. Es ist zwar an einer ganz anderen Stelle und die Brücke gibt's normalerweise nicht, aber cool. Okay, jetzt gibt es hier ganz viele Deko-Sachen. Ja gut, das interessiert mich eigentlich alles nicht. Puh, ich bin voll. Hey, hast du das rote Gelee schon probiert? Ja? Ach, egal. Ich wünschte, Pierre würde Zeit mit der Familie verbringen. Ich frage mich, ob Emily mit mir tanzen würde. Wer ist denn Emily? Bist du Emily? Ja, genau, das ist Emily. Ich mag es zu tanzen, aber der Tanz hier wirkt etwas aufgesetzt. Den älteren Leuten gefällt es allerdings. Nee, ich will jetzt keine zum Tanz. Ich bin nervös. Ich versuche gerade den Mut aufzubringen, jemanden um einen Tanz zu bitten. Es liegt Liebe in der Luft und ich bin immer noch Single. Marnie sieht heute bezaubernd aus. Oh, okay. Ich genieße nur die Aussicht. Hey. Ich übe gerade meinen Tanz, es muss perfekt sein. Hallo. Eines Tages werde ich die Blumenkönigin sein. Das ist nicht fair. Warum kann ich nicht die Blumenkönigin sein? Ja, weil du männlich bist. Du kannst nur der Blumenkönig sein. Ich arbeite schon seit einer Woche an diesem Blumenarrangement. Gefällt sie dir? Gefallen sie dir? Blumen? Ich kann sie kaum sehen. Wobei... Blumen! Ich kann sie kaum sehen! Ich mag es so gar nicht, vor allen zu tanzen. Es ist so peinlich. Aha. Weißt du was? Ich geb's zu. Ich mag Blumen wirklich sehr. Welch ein Leben, oder Kind? Süßer Wein, ein plätschernder Bach, warme Luft. Habe ich schon den Wein erwähnt? Ich hätte meine Angel mitnehmen sollen. Die Zeit für Frösche fängt langsam so richtig an. Ja, ich habe meine Angel mitgenommen, aber ich kann trotzdem nicht angeln. Hm, exzellente Soße. Hi Mikey, schön dich hier zu sehen. Für den Tanz habe ich mein bestes Hemd angezogen. Sowas passiert nicht alle Tage. Wirst du heute tanzen? Nein. Ah, alle diese Blumen verströmen einen süßen Geruch. Diese Frühlingstänze haben ihren Ursprung in alten Fruchtbarkeitsritualen. So, jetzt habe ich mit allen gequatscht. Dann kann das jetzt hier losgehen. Nun, sollen wir jetzt mit dem Tanz anfangen? Ja. I got stuff to do.
Oh, ich hab Linus vergessen. Wo stand er denn wieder rum? Hier. Stand wahrscheinlich wieder irgendwo abseits. Das hat Spaß gemacht. Zeit nach Hause zu gehen. Ich hatte doch jetzt schon alles gegossen, ne? Ja, gut. Dann gehe ich direkt in die Pofe. Hofarbeit Stufe 7. Kamera geht gleich aus. Gießkanneneffektivität +1/+1 Hackeneffektivität. Neues Herstellungsrezept Webstuhl. Neues Herstellungsrezept Hydrogel. Qualität. Jetzt steht da sogar eine 2 drin. Die gibt es also auch noch in besser anscheinend. Hm? Krass. Neuer Erfolg, Monokultur. Oh je, was ist denn jetzt los? Hallo Mikey, ich habe gute Nachricht für dich. Vor ein paar Tagen hatte ich einen Durchbruch in meinen Forschungen über die hiesige Flora und Fauna. Ich erspare dir die langweiligen Details und komme gleich zum Punkt. Du kennst doch diese leere Höhle dort drüben. Ein wenig weiter westlich? Ich habe eine Methode gefunden, einen Nutzen für sie zu schaffen, für uns beide. Ich würde die Höhle gerne zum Anlocken bestimmter örtlicher Arten verwenden. Auf diese Weise kann ich sie in einer besseren kontrollierten Umgebung beobachten. Und du kannst ernten, was auch immer sie uns hinterlassen. Ich kann die Höhle entweder für Pilze oder Fruchtfledermäuse auslegen. Die Fledermäuse hinterlassen hin und wieder Früchte zum Einsammeln. Was davon würdest du bevorzugen? Pilze oder Fledermäuse? Also, die Fledermäuse habe ich schon mal genommen in einem älteren Spielstand. Und da habe ich festgestellt, dass es ganz praktisch ist, weil in der Höhle, die hier auf dem Grundstück ist, liegt dann ab und zu Obst rum. Auch im Winter. Pilze habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich weiß, dass ich das Obst halt auch durch Bäume kriegen kann. Die ich mir früher oder später sowieso alle hole. Also, ich glaube, ich sage diesmal Pilze. Alles klar, ich bereite alles sofort vor. Sollte nicht allzu lange dauern. Danke, dass du mitmachst. Ich hatte gar keine Möglichkeit, Nein zu sagen. So, jetzt müsste ich theoretisch ja nochmal Saat kaufen gehen, aber das ist mir jetzt eigentlich für die restlichen 3 Tage etwas zu knapp. Das heißt, ich lasse das, was jetzt leer ist, leer. Und gieße eben nur noch das, was hier rumsteht. Hier so die Erdbeeren. Warte, ich will noch mal ganz kurz. Ach, halt doch den Mund. Ja. Gut, da ist noch nichts anderes dabei.